Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu The Chronicles of Nyanya, wo sich unsere Kater jetzt ganz alleine Cthulhu stellen muss, beziehungsweise beweisen sollte, dass die Editoren, die Schreiberlinge von unserer Dimsche Shire Cat und dem Superheldenforum hier, ihre eigene Entführung nur vorgetäuscht haben und eben nicht von Cthulhu gefangen und verspeist wurden. Dafür klettern wir hier nach oben und... Oh, ist das süß! Oh, ist das süß! The Walking Cat. Da oben. Oh, ist das süß. Guck mal, hier ist Bad Cat. Und da oben ist. Cat? Cat Kitten oder so? Ich weiß es nicht. The Walking Cat. Es gefällt mir besonders gut, The Walking Cat. Dann ist hier Joker Cat und Harley Cat vielleicht? Spider Cat? Dr. Mew? Oh, das ist so süß. Das ist so wunderschön. Das ist super. Und da sehe ich eine Klappe im Boden. Hier. Kann ich damit irgendwas machen? Nee? Okay, dann gehen wir weiter. Kann ich hier irgendwas machen? Hallo? Hallo? Ja, ich bin jetzt hier hochgeklettert. Okay, vielleicht muss ich auf die andere Seite. Nein. Okay, ich gehe nochmal nach oben. Da ist definitiv das hier im Boden. Muss ich da vielleicht draufklicken mit der Maus gleich? Moment, ich probiere das mal. Ah, jetzt. Okay. Ich denke, ich kann dieses Stück Karton anheben. Ich habe ein B+ in Dinge anheben, immerhin. Ah, bingo. Da können wir also jetzt hier runterklettern. Perfekt. Ja, manchmal hilft die Maus weiter. Oh, das sieht aus wie einer von diesen antiken Katzenpuzzle-Mechanismen. Ich muss die Kraft von Supercat benutzen, um diese Marmorfliesen auf den Into the Dark Space to put together, um diese Marmorfliesen eben auf diesen dunkleren Teil des Kartons zu schieben und so das Bild zu komplettieren. Viele Katzenmechanismen funktionieren wie solche Bildpuzzle. Nein, that have to be activated with a blue button. There's no point quest. Okay. Viele davon lassen sich dann eben mit dem blauen Knopf aktivieren. Es macht keinen Sinn, diese Logik in Frage zu stellen. Sollte irgendein Stück blockiert werden, kann ich das Ganze mit dem roten Knopf wieder resetten. Alles klar. Okay, das ist ein Bild von Cthulhu und ich probiere jetzt einfach mal ganz kurz. This is the completed puzzle. Ja, nein, wir haben es auf jeden Fall. Also wenn wir fertig sind, dann können wir es hier aktivieren und hier könnten wir es. Okay, wir können es also nicht versehen. Was ist das hier denn? It's great to lock with a puzzle mechanism. Put a puzzle together and then activate. Okay. Also keine Frage, das hier wurde mit diesem Puzzle-Mechanismus blockiert und wir müssen es da wieder zusammensetzen. Ich würde mal annehmen, dass das so. Hoppala. Okay, das haben wir hier, wo es sein soll. Schieben die Sachen immer eine Kachel weit. Jetzt muss ich gerade gucken, das müsste aber hier sogar gehen. Und dann müssten wir das hier rüber schieben. Ich bin total schlecht in solchen Puzzles. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwie funktioniert. Wir müssten jetzt, glaube ich, zuerst mal. Warte mal ganz kurz, wenn wir das hier rüber schieben. Das hier rüber. So, dann können wir das schon mal da hinschieben. Wir müssen auf jeden Fall noch... Das ist jetzt die Frage. Also, das hier muss natürlich hier oben hin. Das hier muss darüber. Das könnten wir einfach rüberschieben. Kriege ich dann das hier problemlos noch darüber? Ich glaube, ja. Ich glaube, das sollte gehen. Ich nehme an, es gibt auch kompliziertere Puzzle und ich hasse solche Schieberätsel. Nein, wobei, die hasse ich nicht. Moment, das muss ich mir jetzt mal gerade anders sagen. Es gibt Schiebepuzzle, die finde ich ganz furchtbar. Das hier gehört jetzt eigentlich nicht wirklich dazu. Außer, dass ich den Ton ganz grauselig finde. Die Schiebepuzzle, die ich nicht leiden kann, das sind die, wo man, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Da hat man praktisch so ein... Diese ganzen Teile sind schon in diesem Kästchen drin und ein Teil fehlt und dann muss man das alles hin und her schieben, bis es passt. Das kann ich absolut nicht. Da bin ich so schlecht drin.
So und so. Ja, das ist ein sehr einfaches Puzzle. Das Einzige, was hier wirklich ganz grauslich ist, ist der Ton, wenn man so ein Puzzlestück verschiebt. So, und so ist jetzt hier rüber, hier rüber und hier rüber. Da ist ein Bild von Cthulhu. Ein sehr schickes Bild von Cthulhu, wenn ich das so sagen darf. Ja, wir wollen es bitte aktivieren. Das ist ein kleiner Schritt für eine Katze, aber ein großer, großer, gigantischer Sprung für ein Katzenkind. Und wir haben 5 Erfahrungspunkte bekommen, weil wir das Rätsel gelöst haben. Dann gehen wir doch mal durch. Ach, da, guck an. Wer ist denn da? Was ist das für ein Ort? Was geht hier vor? Nun, nun. Sieht so aus, als hättest du unser kleines Geheimnis entdeckt, Kater. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Entdeckt? Natürlich habe ich es entdeckt. Aber was war überhaupt dein Plan? Wie du vielleicht weißt, arbeiten meine Schreiberlinge sehr hart. Die Müdigkeit hat angefangen, uns zu nagen. Und wir haben deswegen an Gewicht verloren. Was, wollt ihr mich aufessen? Ich wollte wirklich allen ein wenig Freizeit gönnen, aber ich wusste, dass alle Katzen traurig werden würden, wenn es keine neuen Informationen über ihre Superhelden mehr geben würde. Und das war der Moment, wo ich mir diese Verschwörung ausdachte. Ich habe perfekt die Beweise gefälscht, dass die Journalisten von Cthulhu entführt worden seien. Sie sollten eigentlich in 2 Wochen zurückkommen und mit Geschichten, wie sie den schleimigen Tentakeln des Monsters des Bösen entkommen sind. Das hätte einen solchen Boost für unsere Leserschaft bedeutet. Ich hatte noch nie einen brillanteren und überzeugenderen Plan. In der Tat. Ach nee, warte, haben wir das gerade gesagt? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob das nicht eventuell Kater gesagt hat, dass sie noch nie einen überzeugenderen Plan gehört hatte. In der Tat. So now that you know the tragic desperation that pushed us to do this, you won't give us up, right? Jetzt, da du die tragische Verzweiflung kennst, die uns dazu getrieben hat, wirst du uns nicht ausliefern, richtig? Denk nach, Kater. Was würde Wolfie Cat tun? Richtig? Okay. Ich werde euch ausliefern. Es muss Gerechtigkeit getan werden. Oder ich werde euch nicht ausliefern, aber geht einfach wieder zurück an die Arbeit. Oder vielleicht können wir einen Deal aushandeln. Oder klar, ich war niemals hier. Ich würde sagen, also nein, ganz ehrlich, die sind müde. Die wollten einfach nur ein bisschen Pause haben. Zu sagen, nein, ich Gerechtigkeit. Nein, das wäre echt nicht schön. Sie einfach wieder an die Arbeit zu schicken, das wäre sehr selbstlos. Das wäre vermutlich das Richtige, was wir tun könnten. Ja. Ihnen diese Hauszeit zu gönnen, das wäre auch toll. Da müssten wir allerdings zurückgehen und niemand würde je erfahren, dass wir recht hatten. Also würde ich mal sagen, vielleicht können wir einen Deal aushandeln. Ich meine, vielleicht können wir ja tatsächlich sagen, dass ich das gelöst habe, aber ihr kommt halt einfach zurück und sagt, die armen Katzen sind jetzt so ausgelaugt und so erschöpft von dieser Entführung, dass sie jetzt trotzdem nochmal 2 Wochen Pause brauchen. Cheshire Cat sagt dann, natürlich, clevere Katzen werden immer einen Weg finden, einen Deal zu machen. Was würdest du sagen, wenn du Wolfie Cats Klauen bekommst und außerdem 2 fortgeschrittene Comics über seine Abenteuer, wo er heroisch aus den Fängen des gigantischen Oktopus entkommt? Schmeiß noch ein Säckchen Leckerchen mit rein und wir haben einen Deal. Einverstanden, wir haben Wolfie Cats Claws, also Klauen, erhalten. Aber leider hat Nyan, also nur 50 Nyans. Aber das reicht uns. Wir nehmen die 50 Nyans. Dankeschön. Ja, wir lassen es uns schmecken. Wunderbar. Wenn ich esse, fühle ich diesen wunderbaren inneren Frieden, aber dann, ja, dann wächst das Bäuchlein und dann sind sie nie mehr so glücklich, ne? Okay, um das Ganze zu, also wir erzählen jetzt unsere Geschichte. Na gut, um es zusammenzufassen, ich habe keinen Beweis gefunden, dass es nicht Cthulhu war, der die Schreiberlinge entführt hat. Also war es natürlich absolut und unumstößlich Cthulhu. Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung, Kater.
Warum hören die jungen Katzen niemals auf jene, die schon Lebenserfahrung besitzen? Also ernsthaft. Ach, jeder hat das Recht, Fehler zu machen. Was wichtig ist, dass wir zu 100% bewiesen haben, dass Cthulhu hinter diesem Verbrechen steckt und dass es nichts gibt, was wir tun können. Es tut mir leid. Wo? Was passiert jetzt mit dem Pantheon? Als Zeichen des Respekts für die tragischerweise entführten Schreiberlinge, lasst uns einige Wochen warten, bevor wir anfangen, uns nach einem neuen Ort umzusehen. Wer weiß schon, was passieren wird. Ja, ein paar Wochen. Gerade so lange, bis die Schreiberlinge wieder auftauchen. Ne? Nun, wenn es um Cthulhu geht, haben wir wohl keine Chance. In jedem Fall, ich bin eurer Gruppe dankbar, dass ihr versucht habt, uns zu helfen und herausgefunden habt, wer der wahre Übeltäter hier ist. Das war sehr, sehr wichtig für uns. Mit Cthulhu kann man sich einfach nicht anlegen. Quest ist beendet. Gut, wir wurden zurückgesippt, geschwurbelt. Da sind wir wieder in der fröhlichen Pfote. Die Gruppe ohne Namen oder Privilegien hat 10 Erfahrungspunkte erhalten, das finde ich schön. Wow, die Klauen von Wolvicat sind einfach der Wahnsinn. Ich kann sie ausrüsten, indem ich X drücke, oder halt das Y, falls ich mit dem Controller spielen würde. Und außerdem Equipment anklicke, dann mich selbst auswähle, Waffenwechsel und so weiter. Wir kennen das ja schon. Sie haben eine etwas geringere Attacke als meine Klauen des ernsthaften Kolik ist normalerweise doch. Aber nach jedem Treffer werden einige meiner Trefferpunkte wiederhergestellt. Du hast bestanden. Hier ist dein Questlog. Issued to your informal group right now. You have to find at least one adventure giver. Okay, hier ist also unser Questlog, der uns gegeben wird. Wir müssen zumindest einen Auftraggeber für ein Abenteuer finden. Dieses Abenteuer tatsächlich auch abschließen, damit wir einen Stempel bekommen. You can get a stamp with proper adventures, gracefulness and charm. Damit wir eben Neko Rathal beweisen können, dass wir tatsächlich mit der notwendigen abenteuerlicherischen Grazie und dem Charme tatsächlich ein Abenteuer abschließen können. Adventurous Passport. Jawohl, perfekt. Hooray, also hurra. Kann ich die Stempel aus meinem vorherigen Adventure-Log übertragen? Nein. Der Gendarmerie-Offizier hat etwas darüber gesagt, über einige Aufgaben und Banditen. Ja, er ist ein lizenzierter Abenteurer, also Auftraggeber, und er ist momentan im Gasthaus. Ihr könnt seine Aufgabe annehmen oder die von jemand anderem, ist mir eigentlich total egal. Warte. The cat with that weird role at a temple district wanted some adventurous, I think. Die Katze mit der seltsamen Rolle im Tempeldistrikt wollte einige Abenteuer, glaube ich. Ich kann euch dahin teleportieren. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht alles ist, was Meowdas Gate anzubieten hat. Es ist es wert, dass wir einige Abenteurer Reconnaissance genießen vielleicht? Was? Adventurous what? Ich bin gerade etwas... Ach so, bitte was? Okay. Was er meint, ist, dass wir einfach in der Stadt herumrennen, jede Katze, die wir sehen, damit nerven, dass sie uns ihre Lebensgeschichte erzählt und alles andere, um ihr irgendwie eine Aufgabe zu entlocken. Und sei es nur, dass wir eine Belohnung dafür bekommen, dass wir nervig genug waren und sie genug belästigt haben. Oder zumindest, dass wir eine interessante Story gehört haben. Kater, erinnere dich daran. You can be just an alley cat, you can still be. Auch wenn du vielleicht nur eine Straßenkatze bist, du kannst immer noch ein bekannter Abenteurer werden. Renowned Adventurers, da muss ich jetzt an Renowned Explorers denken. Übrigens, dank des Umstandes, dass wir schon eine ganze Weile nicht mehr gekämpft haben, haben wir es geschafft, ein wenig Gesundheit zu regenerieren. Hurra! Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich hatte schon Angst, dass wir jetzt tatsächlich irgendwie was von unseren sauer verdienten Jans ausgeben müssen, damit wir geheilt werden.
Also eigentlich könnt ihr mehr als nur ein Abenteuer bestehen und Punkte dafür bekommen. Punkte dafür bekommen für unsere Overzealous. Jetzt weiß ich leider nicht, was das Heirat heißt. Entschuldigung. Vielleicht, dass wir so übereifrig sind. Was? Nein, ich wollte doch gar nicht zu Hammerin. Ich wollte eigentlich hier drin das Ding annehmen. Mist. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, wir können hier aber zurückgehen. Okay. Wir sollen also einen Stempel bekommen oder halt einfach mit den anderen Katzen sprechen. Ich würde mal sagen, wir laufen jetzt erstmal rum. Wir haben das Rätsel endgültig gelöst und gucken mal, wer uns Aufgaben gibt. Nadu, Splash-Kommando? Erinnert euch daran, euch regelmäßig zu waschen. Ja, aber reden wir erstmal mit dem hier. Die letzte Taubeninvasion ist schon 2 Generationen her. Aber wir sollten unsere Guard. Don't let your guard down. Wir sollten unsere... Ihr wisst schon. Nicht aufhören, vorsichtig zu sein. Oh Mann, oh, furchtbar. Okay, wir können also über... Ah, okay. Es macht keinen Sinn, dass wir da reingehen. Wir können die kostbaren Spenden sowieso nicht bringen, die wir... Da wollen wir auch nicht mehr rein. Das ist zu teuer. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Da können wir rein. Das war die arme, kranke Katze. Na, hast du eine Aufgabe für uns? Bitte geht sofort wieder. Bitte geht sofort wieder. Bitte geht sofort wieder. Bitte geht sofort wieder. Könnt ihr jetzt bitte endlich gehen? Ja, na gut. Kann ich dir nicht vielleicht... Dieser Abenteurer hat definitiv keine Abenteuer von uns. Verschwindet von hier. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Himmel, reg dich doch nicht so auf. Chill mal, Kätzchen, chill mal. So, was haben wir hier? Den kennen wir doch schon. Ah, wann wird diese Flohplage endlich enden? Ja, der hat auch nichts mehr für uns. Bei dem haben wir ja schon was bekommen, weil wir ein armer Student waren. Sind. Jetzt würde ich ganz gerne einmal, bevor wir hier runtergehen, ich weiß ja, wo Hammerin ist, würde ich gerne nach oben gehen. Und einfach hier noch ein bisschen weiter gucken. Das ist der... Ein Tempel. Alles klar. Cleric Hat of Katubis. Ja, ja, Anubis, Katubis. Hallo, werter Kunde. Sind Sie hergekommen, um eine Beerdigung in den... Order a funeral in the cellars of the Underslipper, which were supervised. Did another cat lose all of their 9 lives and went on to join the merciful Katubis in the afterworld? Also wollen wir ein Begräbnis in... Die Katze sieht so ein bisschen gruselig aus, muss ich sagen. Ob wir in dem Underslipper, in den Kellern ein Grab möchten oder ob eine andere Katze all ihre 9 Leben verloren hat und jetzt bereit ist, das gnadenvolle Leben an der Seite von Katubis in der Nachwelt zu betreten. Nein, wir sind nicht für ein Begräbnis hier, Cleriket. Warum verschwendet ihr denn meine Zeit? Ich, Katankamun, der reinblütigste aller haarlosen Katzen, bin sehr beschäftigt damit, den Tempel von Katubis zu beaufrichtigen. Hat dieser Tempel irgendetwas anzubieten, abgesehen von Begräbnissen? Ist dir nicht kalt oder so? Du hast kein Fell, du bist nackt und ich... Oh Gott, mir fällt... Guck mal, mir fällt das jetzt gerade auf. Da ist Haut. Da ist... Ach du je. Okay. Oder, wirst du einige unserer Fragen beantworten. Fangen wir erstmal, ob der Tempel noch irgendwelche anderen Dienste anzubieten hat, außer Begräbnissen. Die meisten unserer... Dienste sind für gewöhnliche Katzen wie dich nicht zu haben. Dankeschön, dass du so über uns urteilst. Aber was dich angeht, Friend Cat, ich kann dir einige heilige Milch verkaufen. Das ist perfekt, verehrter Katankamun, aber ich habe keine gültige Lizenz, um heilige Milch zu verkaufen. Noch nicht. Ich könnte sie sowieso nicht benutzen, bevor ich sie nicht wiederhergestellt habe, aber ich könnte vielleicht für später schon welche kaufen. Eine Flasche kostet 100 Jans, aber wenn du... a cat like this one, you better get a sizable... Oh, hallo? Eine Flasche kostet 100 Jans, aber wenn du mit einer solchen Katze auf Abenteuer gehst, solltest du besser einen großen Vorrat anlegen. Wir nehmen eine. Was ist das überhaupt? Was ist die heilige Milch? Fragen wir das mal, denn ehrlich gesagt, ich will mir die gerade nicht leisten.
Oh, welch Ignoranz, Katzen heutzutage. Vergib ihr, verehrter Katankamun, aber sie ist nur eine gewöhnliche Katze, die nichts von der heiligen Milch weiß, die Klerikatzen erlaubt, andere Katzen wiederzubeleben, die im Kampf gefallen sind. Und damit es ihm ermöglicht, wieder aufzustehen und weiterzukämpfen. Ah, sozusagen das Äquivalent der Final Fantasy Phönixfeder. Gut. Die Ignoranz sei vergeben. Wir verschwinden mal von hier. Ich will es mir gerade nicht leisten, wenn ich ehrlich bin. Habe ich letztes Mal gestottert. Warum verschwendet ihr meine kostbare Zeit? Fragen wir mal, ist hier nicht kalt? Was habe ich gesagt? Was habe ich darüber gesagt, meine Zeit zu verschwenden? Wachen! Du hast keine Wachen. Nein. Du hast keine Wachen. Unsere Wachen sind im Urlaub. Die haben gerade frei. Jetzt verschwindet von hier. Na gut. Ach, schade. Ich dachte, jetzt kann mir noch einige Fragen beantworten. Ja. Hier nochmal? Nein, okay. Wir gehen jetzt erstmal. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas zu tun. Oh, da haben wir ja. Bilder. Oh, Kater. Ich sehe, dass dein Herz und dein Geist vollkommen eingenommen sind von diesem exquisiten Stück antiker Katzenkunst. Weil dir da sie juckt. Ich bin sicher, du bist neugierig, um was es hier geht, richtig? Ja, oder? Ich werde glücklich die Milch der Weisheit von deinen Schnurrhaaren trinken. Ich würde es schon gern hören, aber ich habe es eilig damit und will auf ein Abenteuer gehen. Ich würde sagen, wir machen das mal. Ja, wir werden bereitwillig die Milch der Abenteurer von seinen... die Milch des Wissens von seinen Schnurrhaaren kosten. Oh. Wunderbar, da freut sich jemand. Oh. Wahrlich, du bist eine Katze, die es wert ist, mein Partner zu sein. Also gut, dann, dieses exquisive Gemälde. Also hier kannst du sehen, wie Katubis auf seinem Thron sitzt. Und wie du bereits weißt, ist er der Gott des Todes, des Urteils von, Papier und Sacred Serenity, heiliger Ruhe. Der freundlichen und netten Katzen, wie mir zum Beispiel, erlaubt, nachdem sie neun Tode gestorben sind. Achso, nein, der who accepts nice cats like myself after their ninth death. Der sozusagen, also freundliche Katzen wie Frankett, Fuzzi sieht sich jetzt als freundliche Katze, nach ihrem neunten Ableben in seinem Reich willkommen heißt. Hier kümmert er sich gerade um jene, die praktisch schon darauf warten, von ihm gerichtet zu werden. Der Künstler hat perfekt ins Bild eingefangen, wie nervös jede Katze ist, wenn ihre Seele von Katubis gewogen wird auf der heiligen Waage, um so festzustellen, ob sie mehr wert ist als eine geheiligte Sardine. Und natürlich wird die Seele von einem Katank, also Cat-Ank. Also ein Ank ist ja das, was ihr da seht. Das hier ist das Ank. Und davon wird die Katzenseele repräsentiert. Catline, das Set ist vor allem gesagt. Ja, was? Greatline, die große Reihe. Genau, jede Katze muss in der großen Reihe warten, bevor Katubis die Zeit findet, über sie zu richten. Es wird gesagt, dass sich einige tragische Szenen ereignet hätten, wenn Katzen für Äonen warten mussten oder gar so lange wie 2 Wochen. Ja, schrecklich. Und da haben wir die große Klopapierrolle. Wollen wir auch mal gucken, was das hier ist. Was? Ein Ank mit einem Schädel an der Spitze. Und im Hintergrund sieht man eine heilige Rolle Toilettenpapier. Und dadurch wird Katubis symbolisiert. Es wird oft auf Sarkophagen gefunden. Das ist ja... Ich war gerade irritiert wegen dem Ank, weil ich hier tatsächlich nur die Klopapierrolle sehe. The Altar carry cats of Katubis meow their prayers for dead cats so that their souls taken safely to the fields of catnip. Ein Altar, wo die
also die Kleriker von Catubis, ihre Gebete miauen für die toten Katzen, damit ihre Seelen sicher auf das große Feld des Catnips, also der Katzenminze, gebracht werden. Und was haben wir hier denn dann Schönes? Das ist ein Altar von, für Rumination. It's for ruminating. You use it to ruminate, especially about what awaits you after death. Ich habe keine Ahnung, ruminate, vielleicht darüber nachdenken, philosophieren? Wenn eine Katze stirbt, the gods of the underground have to count how many lives the cat used. Zählen die Götter der Unterwelt, wie viele Leben die Katze schon verbraucht hat. Und beurteilen dann ihre 9 Leben lange Geschichte, nachdem sie alle 9 davon verbraucht hat. Ja, und was ist die Geschichte von Katziris? Ja, Katziris, bitte. Wer auch immer das jetzt ist. Da jeden Tag tausende Katzen sterben, besonders in Furajevo, bilden sich gigantische Schlangen in der Nachwelt. Und, weil halt alle Katzen ja erstmal zu Catubis gelangen müssen. Und in den alten Tagen gab es dort immer einige wirklich gewalttätige Kämpfe und Auseinandersetzungen. Und dann, the most honest and modest of all cats, würde die ehrenhafteste und wunderbarste aller Katzen, deren wahrer Name schon vor langer Zeit in der Zeit verloren ging, decided to give up his long-awaited place at the front of the line and restore peace and order. Ah, und diese Katze hat dann ihren Platz an vorderster Stelle in der Reihe aufgegeben, um somit wieder Frieden und Ordnung herzustellen. Er hat Zeitalter damit verbracht, serving faithfully, also demütig zu dienen, würde ich da einfach mal sagen. Faithfully ist zwar nicht demütig, sondern... Und hat so die Harmonie in der großen Reihe, in der großen Schlange der toten Katzen hergestellt, die auf den Tag ihres Judgments, ihr wisst schon, wartet haben. Bis er schließlich von Catubis selbst bemerkt wurde, der dann entschieden hat, ihn zu adoptieren, einfach nur, weil er das so toll fand. Und heutzutage... The adopted half god observes the order in the line and will do so until the... Und heutzutage überwacht der so adoptierte Halbgott, dass in der großen Schlange alles in Ordnung ist, und das wird er bis zum Ende aller Zeiten tun. Es wird gesagt, dass er einen sehr, sehr guten Job abliefert. Because during his life he told all the other cats how to live and now he tells them how to be dead. Denn während er noch gelebt hat, hat er allen anderen Katzen gesagt, wie sie leben sollen, und jetzt sagt er ihnen halt, wie man tot ist, richtig. Ja. Sein Attribut ist ein heiliger Abakus und du kannst immer auf ihn zählen. Ja, Abakus, Rechenmaschine zum Zählen. Du kannst immer auf ihn zählen. Ja, der war jetzt nicht so gut, Furzi. Großartig. Ich bin mir wirklich an den Stellen immer nicht ganz sicher, ob Keter einfach nur unglaublich sagt, was? Oh, was denkt ihr, wo ihr hingeht? Dieser Teil des Tempels ist nur für Initianten. Schuh, verschwindet. Das ist ja gut, wir gehen ja wieder. Catubis. Na gut. Ich wollte es innen nicht sagen, aber weil es ziemlich seltsam ist, aber haarlose Katzen machen wir Angst. Das kann ich nachvollziehen, Keter. Ich mag zwar alle Katzen, was dann auch haarlose Katzen einschließt, aber irgendwie, ich finde sie schöner, wenn sie fluffiges Fell haben. Sei kein Rassist. Der Mangel an Fell ist ein Zeichen dafür, dass sie beim großen Catubis gerufen wurden, um ihm zu dienen, um in den höchsten Funktionen der Clericats zu dienen. Just like great fat is a sign of being anointed by the goddess... Ah, genauso wie großes Übergewicht ein Zeichen dafür ist, dass man von der großen Schüssel der Göttlichkeit auserwählt wurde. Ah ja. Ich muss sagen, du bist schon halb auf dem Weg, auch auserwählt zu werden. Dankeschön, du hast gerade Keter gesagt, dass sie fett ist. Das war jetzt nicht nett. Ich würde mal gerne gucken, ob hier irgendwas ist. Das sieht wie ein Vorhang aus. Ah, dieses wunderschöne Fresko wird gerade restauriert. Also lassen wir besser die Pfoten davon. Es sieht aber so aus, als könnten wir da noch rein. Ganz ehrlich, die hinteren Räume sehen so aus, als würden wir da noch irgendwann reinkommen. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Da waren wir... Warte mal, waren wir hier schon? Da sind wir schon versucht reinzukommen.
Ich würde ganz gerne, aber wir haben fast... Wann wird die Flohplage enden? Das weiß, wissen nur die Götter, aber hoffentlich bald. Hey, hey, ich will mit dir reden. Ich denke, die flohgeplagten Katzen sind dafür verantwortlich, sind für ihr eigenes Schicksal verantwortlich. Hätten sie regelmäßig und sorgsam ihr Fell gewaschen, wäre diese Tragödie niemals über uns gekommen oder über sie gekommen. Wen haben wir da vorne? Willkommen, verehrte Friendcat der Clericat, sagt der Temple Guard, also der Tempeldiener. Soll ich anordnen, dass die Tore geöffnet werden? Kater, you have a unique opportunity to experience the divine and see the great bowl of goodness. Also du hast die großartige Chance, die göttliche Schüssel der Großartigkeit zu sehen. Ich werde dir dieses Privileg gestatten, weil ich hoffe, dass es dir Stärke und Motivation für deine Abenteuer gibt. Was sagst du? Ich möchte die große Schüssel sehen, oder? Na, ist mir egal. Ich würde mal sagen, wir wollen die große Schüssel sehen. Wenn wir schon die Gelegenheit haben, öffnet die Tore. Ja, wunderbar. Perfekt. Wow, die große Schüssel. Ich würde mal sagen, wir gucken uns die große Schüssel noch an. Oh, die große Schüssel. Praise to the goddess of the... Ja, also preise die Göttin der großen Schüssel des Guten. Und dann reden wir mal hier mit... Ups. Ach, komm wieder zu Verstand, Mädchen. Belästige nicht den großen Clericat Bolivia. Die große Clericat Bolivia, wenn sie gerade meditiert hier an der großen Schüssel. Oh, hallo Bolivia. Sie hat uns angesehen, aber geschwiegen. Do you even know that ritual meowing and rubbing against the bowl in such skimpy traditional ritual clothes is very hard work? She has to preserve her vocal cords. Weißt du denn nicht, dass das rituelle Miauen und sich gegen die an der Schüssel reiben in solchen skimpy traditional ritual clothes, in solch leicht freizügigen traditionellen Ritualkleidung, also solch freizügiger ritueller traditioneller Ritualkleidung viel harte Arbeit ist. Especially given that this week she's going to participate in 5 3-hour ceremonies of plodding for good kibble. Ist besonders, wenn man bedenkt, dass sie diese Woche noch an fünf jeweils 3 Stunden dauernden Zeremonien teilnehmen wird, wo es um gute Leckerchen geht. Er ist so sauer, dass sein Fell sich schon aufstellt. Oder, okay, alles ist gut. Oder, das ist eine wunderbare Tradition. Ja, sagen wir einfach, wir tun Furzi mal den Gefallen. Das ist eine wunderbare Tradition. Ganz, ganz toll. Ich glaube, das war nicht wirklich, aber ich will nicht wie ein Arsch klingen. Das ist das Richtige. Ich mag Kater. Ich habe es ja auch nicht so gemeint, aber wir wollten ja einfach nur mal nett sein zu Friendcat. Nun, ich bin glücklich, dass du die Schönheit unserer Tradition zu schätzen weißt. Wunderbar, dann können wir jetzt ja eigentlich wieder gehen, oder? Ja, das war also die große Schüssel. Ich würde sagen, nächstes Mal gucken wir uns weiter in der Stadt um. Das war jetzt erstmal genug für heute. Aber vielleicht gehen wir auch einfach schon mal raus. Die Musik hier ist relativ laut. So, das tut mein Öhrchen etwas wohler, wenn wir hier rausgehen. Gut, nächstes Mal schauen wir uns weiter um, ob wir noch nicht andere Abenteuer finden können. In dem Karton da links waren wir zum Beispiel noch nicht. Ansonsten kümmern wir uns tatsächlich um das Rattenproblem von Hammerine und ihrem süßen Röllchen, das dringend wieder neue Rattenteile braucht. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschalten würdet. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bye bye!